Wunderschönen guten Tag. Wir wollten in Systeme heute über C sprechen. Wir haben das letzte Woche eingeführt und haben, ich habe ein bisschen geschaut, wie wir überhaupt zu C gekommen sind, gell? Und haben gesagt, also vor C hat es andere Programmiersprachen gegeben, gell? Und die erste Compilersprache war diese A0, der Grace Mary Hopper, gell? Also circa 20 Jahre älter als C. Und naja, eine andere Sprache war COBOL. Ich war viele Jahre sehr erfolgreich, aber nicht in dieser Tradition, die dann zu C geführt hat. Und wir haben gesagt, es hat dort Entwicklungen gegeben, die waren sehr wichtig, auch für C. Und darunter war eben auch ja zuerst mal Timesharing-Lösung, anfangs der 60er Jahre am MIT, wo wir dann in Richtung Terminals gegangen sind. Daraus dann die Entwicklung des Betriebssystems Multics, das irgendwo viele Konzepte implementiert hat, die wir später dann eben in Unix wiederfinden. Und das Unix-System, das wir eben dann ab 1969 entwickeln, war dann der Auslöser, warum man überhaupt C entwickelt hat. Vorher hat es Sprachen gegeben wie eben BCPL. BCPL war, könnte man sagen, ein Vorläufer von C, ist eine Programmiersprache gewesen oder ist eine Programmiersprache, die noch lange auch verwendet worden ist, gerade auch für die Entwicklung von Betriebssystemen. Und naja, wie sollte es auch sein? Nach A kommt B, gell, und dann kommt C, und B war eben auch eine Ableitung von BCPL, hat aber nicht diese große Rolle gespielt wie BCPL. Gell. So, was haben wir noch? ARPANET entwickelt sich, gell, also dieses paketorientierte geografische Netzwerk, das dann später eben durch das Internet ersetzt wurde, gell, also der Vorläufer des Internets, wenn wir so wollen. Gell. Ja, und dann beginnt eben diese Arbeit mit Unix, und das wichtigste Ziel dabei war, ein Betriebssystem zu entwickeln, das portabel sein sollte. Gell? Also man wollte nicht mehr bei jeder neuen Hardware, bei jedem neuen Prozessor damit begonnen, ein Betriebssystem von Grund auf neu zu entwickeln. Gell? Oder ja, vielleicht war es nicht so schlimm, gell? Aber auf jeden Fall war es halt schon schlimm. Gell? Und wir sind ja auch da in der Zeit der Softwarekrise, und man will Antwort auf diese ausufernden Softwarepreise finden, und da sagt man, naja, die Betriebssysteme, die sollte man dann besser wiederverwenden können. Wenn wir also eine neue Hardware haben, ein neues System, soll man sie besser portieren können. Und dazu hat man dann auch diese neue Programmiersprache entwickelt, dieses C, und dieses C hilft uns dabei, eben die Betriebssysteme von einer Hardware auf die andere zu bringen. Gell? Und das geschieht eben durch die Kompatibilität vieler Codes auf Quellcode-Ebene. Gell? Also nicht mehr Kompatibilität irgendwo auf Hardware-Ebene, sondern Kompatibilität auf Quellcode-Ebene. Und dann kann man vieles auf einem anderen System neu kompilieren, vorher anpassen, und dann funktioniert es mit weniger Aufwand, als wenn man alles neu erfinden muss. Gell? Mhm. Jo, dann haben wir gesagt, in der Zeit entsteht eine Sprache, die wir Pascal nennen. Gell? War über weite Phasen sehr populär. Gell? Und dann kommen wir eben 1972, C ist fertig. Und ja, und was hat man gemacht, wenn C fertig war? Man hat damit begonnen, ein Unix in C zu schreiben. Und ein Jahr später ungefähr, also 1973, ist dann das erste Unix fertig, das in C geschrieben wurde. Also es war ein Meilenstein dann, auch der Einsatz von C. Und so wie man damals C für Unix eingesetzt hat, wird C seitdem für die Entwicklung von Betriebssystemen, gell, oder auch von Bibliotheken oder von Systemsoftware verwendet. Gell. Also das ist ein tragendes Element für Systemprogrammierer und für Betriebssystemprogrammierer geblieben.
Später wurde es dann ergänzt, gell? Aus C wurde dann auch die objektorientierte Sprache C++ entwickelt, gell? Und heute haben wir dann eigentlich nur ein gemeinsames Nebeneinander, gell? Von nicht objektorientiertem C und objektorientiertem C++, gell? Und je nachdem, was das Problem ist, ist das eine oder das andere besser geeignet, gell? Aber man hat gerade im Systembereich oder Betriebssystembereich viel Software, die in C geschrieben ist. Ja, ein paar Eigenschaften. Gell, wir haben gesagt, C ist eine kompilierte Sprache. Gell, also ein C-Programm wird vom Compiler in Maschinencode in ein spezielles Format für ein bestimmtes System übersetzt und dann kann man es ausführen. Gell, also ein Programm wird einmal übersetzt und dann kann man es unendlich mal ausführen. Gell? Also, ja, so funktioniert es. Dann haben wir die Programmierparadigmen der Sprache C herausgesucht, haben gesagt, C ist mal grundsätzlich imperativ, das ist also befehlsbezogen. Man schreibt also die Befehle hintereinander auf und das wird dann das Programm und die Befehle werden dann ausgeführt. Gell? C ist strukturiert, hat also Kontrollstrukturen, man muss also nicht mit Go to wild durch die Gegend springen. Gell? Und C ist modular, man kann Code also so verteilen, dass mehrere Leute daran arbeiten können, dass man also dass man Module hat, die man getrennt entwickeln kann. Gell? Und das Konzept basiert auf die Idee, dass man also Code also in Funktionen auf mehrere Dateien verteilen kann. Und zum Schluss gehen wir also das dann kompilieren, gell? Auch unabhängig voneinander kompilieren. Und am Ende müssen wir das linken. Gell? Ja, dann haben wir das prozedurale Paradigma. Gell? Wir haben also Unterprogramme, und diese Unterprogramme, die nennen wir in C Funktionen. Egal, ob wir einen Rückgabewert haben oder keinen Rückgabewert, in C sind es immer Funktionen. Gell? Und in C++ werden es dann Methoden, genauso wie in Java. Ja, dann, und C ist nicht objektorientiert. Gell? Also erst Jahre nachdem C fertiggestellt worden ist, gell? Also Jahre nach 1972 ist 1985 dann auch ein C++ fertig geworden. Und damit ist dann eine neue Ära geboren worden und C++ ist heute sicher populärer als das C. Dann eine wichtige Eigenschaft, C unterstützt die Portabilität von Software, gell? Und zwar eben Software auf Quellcode-Ebene. Also Software auf Quellcode-Ebene soll auf verschiedenen Systemen gut portiert werden können. Gell? Und damit soll man dann die Möglichkeit haben, auch andere Hardware zu unterstützen, eventuell mit einer oder auch andere Betriebssysteme. Gell? Also Portabilität ist etwas, das wir wobei uns C hilft. Gell? Also C-Software soll einfacher auf ein anderes System gebracht werden als eben ein anderes. Andere Software mit anderen Sprachen zum Beispiel. Gell, also Java hat da ja auch die Idee gehabt, gell, also, dass man die Software auch in diesem Bytecode kompiliert auf verschiedenen Systemen laufen lassen kann. Gell, also da geht man dann noch weiter, nicht nur auf Quellcode-Ebene, sondern auf Bytecode-Ebene kompatible, portable Software, gell, mit Java. Gell, also funktioniert dann nicht immer perfekt, aber die Idee ist schon super. Gell. Ja, dann Hardware-Nähe, gell? Also C, jemand schimpft auch, C ist ein besserer Assembler und nicht mehr, gell? Aber auf jeden Fall, die Hardware-Nähe ist gegeben, gell? Zum Beispiel auch durch die Abbildung von Typen, gell? In einem, ja, wie sie eben auf der Hardware vorhanden sind, gell? Das führt aber auch dann zu solchen Undingen, dass zum Beispiel ein Integer nicht immer gleich groß ist, gell? Also es gibt also Integers in einem System, die sind 16 Bit, auf einem anderen System sind sie vielleicht 32 Bit, gell? Also das da, ja, das macht uns Programmierern dann Spaß, gell? Dann, ja, das haben wir noch nie gesehen, also C ist eine standardisierte Sprache. Gell? Also C durchläuft eine lange Geschichte und am Anfang war sie nicht standardisiert. Man hat sie einfach geschrieben, entwickelt, um dann ein Betriebssystem damit zu machen. Aber irgendwann hat man sich dann
ja, auch dieser Standardisierung gewidmet, gell? Und auf jeden Fall 1972, da war der Start, gell? Also niemand hat sich um Standardisierung gekümmert, gell? Also das Interesse war nur da, wir wollen ein besseres Unix, gell? Also hat man das bessere Unix gemacht, gell? Und dann hat man sich auch darum gekümmert, dass die Dinge ja aufgeschrieben werden, standardisiert werden. Und man hat jetzt am Anfang noch nicht eine Standardisierung gemacht, sondern man hat ein Buch geschrieben, gell? Also Kernighan und Ritchie, gell? Also der Ritchie, der Dennis Ritchie, der von C, der mit dem Pacht, gell? Also der hat da ja, mit den Kernighan da das Buch geschrieben. Und dieses Buch, gell? Also da, gell? Also die Programmiersprache C, gell? Also das war dann schon eine aufregende Sache, gell? Und es war aber kein Standard. Es war aber ein Buch, und in diesem Buch, das eben kein Lehrbuch war, das war kein Buch, um Programmieren zu lernen, gell, sondern das war ein Buch, das eben eine Dokumentation der Sprache C und der Bibliotheken war, die es in C geben muss, gell, und das wurde zur Referenz für die Compilerbauer dann auch, gell. Also es gab keine Standardisierung, aber es gab das Buch, gell. Und naja, dieses Buch, gell, also erschien zum ersten Mal 1978, gell, und später gab es dann die zweite Auflage, gell, hin in Richtung Standardisierung von C, also ANSI C, und zwar 1988 ist dann das zweite Buch fertig geworden, gell. Und die zweite Auflage. Also, und dieses Buch, das war, also wenn wir schauen, 1978, gell, ganz, ganz einschneidend, gell. Also viele Compilerbauer haben dann ihre Compiler entsprechend den Spezifikationen der Referenz in diesem Buch entwickelt, gell. Also das war wichtig, und es haben sich jetzt Compilerbauer hervorgetan, die es vorher vielleicht nicht gegeben hat, gell. Also vorher hat es C auf dem Unix-System gegeben, gell, oder auf verschiedenen Unix-Systemen. Unix-Systeme sind ja bald mehrere geworden, gell. Und überall gab es einen C-Compiler, gell. Und dann hat es eben C-Compiler auf vielen Systemen gegeben, gell. Also C ist einfach populär geworden. Und so etwas wie eben ein Buch, gell, hat dazu beigetragen. Und wir haben sowas ähnliches ja kurze Zeit später nochmal in der Geschichte der Informatik. 3 Jahre später, 1981, kommt 3BM PC. Und 3BM PC, der ist nicht nur ein PC wie viele andere PC eben. 1981, er ist eigentlich zu spät gekommen. Und ja, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben manchmal, gell? Aber die IBM hat es mit dem PC so gemacht, dass sie eben auch eine Spezifikation mitgegeben hat. Sie haben gesagt, ein IBM PC hat diese und jene Eigenschaften, hat Adressen festgelegt für Input-Output, gell, hat ganz viele Sachen festgelegt, spezifiziert, und hat also die verschriftlich, und man hat die Spezifikation des IBM-PCs gehabt. Und das war dann der Erfolg des IBM-PCs, nicht weil er der Beste war, gell, also der Apple II, gell, oder ja, war sicher schon besser, die Commodore hat lustige PCs gebaut, es gab viele PC-Bauer, gell? Aber es gab noch einen, der dokumentiert hat, wie man einen solchen PC baut, und das war der IBM PC. Und somit haben sich dann Hersteller gefunden, die selbst IBM-kompatible PCs gebaut haben, gell? Und das sind so, ja, Compaq, Dell und, die sind alle dann zu der Zeit entstanden durch die Produktion der IBM PCs oder IBM-kompatible PCs, hat man gesagt, gell? So, und bei C ist dann es auch so gewesen, es wurde das Buch geschrieben, und das Buch war die Grundlage für viele Compilerbauer. Und naja, es sind die Jahre vergangen, und Ende der 80er Jahre, gell, 1988, haben wir gesagt, die zweite Auflage des Buchs, und das war irgendwo dann auch der Weg hin zur Standardisierung der Sprache C, gell, also eine echte Standardisierung, gell, so wie das A4-Blatt, gell, oder das A3-Blatt oder das A0-Blatt, das sind Standards, gell, das sind echte Standards, gell, oder ja, die Schraubenzieher, gell, oder die, ja, aus dem Maschinenbau, die Schrauben und so, gell? Also wenn man doch Standards verwendet, gell, dann ist das gut, gell? Also wenn man irgendein Produkt aus ja, von
irgendwo, ich will jetzt nicht über China schimpfen, gell, aber wenn ich irgendein China-Produkt mit irgendwelchen Schrauben dann habe und die gehe so dann abmessen, gell, und dann will ich da ja vielleicht Mutter und Schraube zusammengeben, aber funktioniert nichts, gell, also China-Schraube mit einer europäischen Mutter dann drauf, das geht dann nicht gut oft, gell, also das, okay, auf jeden Fall, C ist eine Sprache, die wurde dann standardisiert, Ende der 80er Jahre, gell, also man spricht dann meistens von ANSI-C, gell, das ist aber dann auch in ISO standardisiert worden, gell, aber wir sprechen bei dieser ersten Standardisierung meistens von ANSI-C, gell, und es sind viele Jahre vergangen, wenn wir da schauen, von 1972 bis 1990, gell, also da sind 18 Jahre vergangen bis zur Standardisierung, gell, also 18 Jahre sind nicht wenig, gell, aber wir haben jetzt eine Standardisierung. Nicht nur ein Buch, sondern auch eine Standardisierung. Und ja, wir haben jetzt eigentlich eine Zeit mit vielen C-Compilern. Gell? Also C ist unglaublich populär geworden. Wir haben eine Standardisierung und Standardisierung ist etwas echt Starkes. Gell? Also da kommt jetzt nicht der Koenig, der Ritchie oder, halt, oder Thompson oder irgendjemand, gell, von diesen Partigen, gell, und steht da morgen auf und sagt, ich habe eine Vision. Wir ändern, na, Moment mal, wir haben einen Standard, gell? Wir können C als Sprache weiterentwickeln, gell? Aber dort verlassen wir dann den Standard. Und jeder Compilerbauer, gell, kann sich darauf verlassen, dass der Standard Standard ist, gell? Und das ist wichtig, gell? Und da können Leute noch so Visionen haben, gell? Eine Standardisierung ist eine Standardisierung und an die kann man sich halten, gell? Ja, und das war eben die erste Standardisierung, gell? Und später, gell, hat man dann eine weitere gemacht, das war dann 1999, das war das C99 und dieses C99, das war dann eine ISO-Standardisierung, gell? Und man hat dann auch ja, einige nicht objektorientierte Einflüsse und Elemente aus dem C++ zum Beispiel übernommen, gell? Und das war eigentlich, ja, das war auch ein wichtiger Schritt, gell? Also bei C haben wir mehrere wichtige Schritte, gell? Also natürlich der Start, gell? Aber der Start ist irgendwie so etwas Internes da bei Unix-Projekt, gell? Also es war da, ja, naja, auf jeden Fall sind wir gestartet und dann hat sich C eben so verbreitet und das Buch, das vom Koenig und Ritchie, gell, also die Programmiersprache C, das war dann der erste große Schritt. Und nachher haben wir eben dieses ANSI-C und dann dieses ISO C99, das waren die nächsten beiden Schritte und das waren die wichtigen Schritte der Programmiersprache C, gell? Also hier zuerst diese Entwicklung, lange Entwicklung, gell? Man hat nur ein Buch gehabt und hat es am Buch festgehalten, gell? Und dann sind die Standards gekommen, gell? Und die Standards, die waren grundlegend und heute noch, gell, gibt es also Compiler, die basieren vor allem auf C99, gell? Oder es gibt sogar auch Compiler, die kennen nicht C99C, die kennen ANSI-C, gell? Und ja, wenn wir jetzt programmieren, wollen wir so ein paar wichtige Unterschiede zwischen ANSI-C und C99 dann auch vielleicht unterstreichen. Ja, es war dann nicht Schluss, C99 ist inzwischen auch eine Weile zurück, gell? Es hat Jahre später, 12 Jahre später, das C11 dann gegeben und dann vor kurzem dann auch noch das C18 mit ein paar Entwicklungen, gell? Aber die wichtigen Schritte sind vorher passiert, gell? Also die wichtigen Schritte, gell? Die erste Standardisierung und dann das C99, das waren die wirklich wichtigen Schritte der Standardisierung, gell? Das, was in den letzten Jahren mit C passiert ist, das ist, ja, ist gut, gell? Aber es war nicht so entscheidend wie diese ersten Standards, gell? Mhm. Ja, dann zum Vergleich, gell, also ihr lernt ja Java, gell, und Java, gell, zuerst eben von Sun lange Jahre, gell, dann von Oracle übernommen, das ist, ja, eine tolle Sprache, eine sehr populäre Sprache, gell, jemand schimpft auch ein bisschen über Java dann, gell, aber auf jeden Fall, Java ist sehr, sehr weit verbreitet, aber Java
ist nie wirklich standardisiert worden. Gell? Also es wurde darüber geredet und so. Gell? Man war mal drauf und dran, es fast zu tun, aber nein, es wurde nicht getan. Gell? Also Java ist immer vom Hersteller abhängig und das hat dann auch dazu geführt, dass Java, ja, dass es dann nicht so diese ganzen alternativen Compiler-Bauer gegeben hat. Gell? Also es hat da schon dieses Open Java dann mal freie Implementierung gegeben, was dann auch wirklich wichtig geworden ist. Gell? Es hat dann auch mal so im GNU-Projekt das also GNU Java gegeben, aber das war, naja, das war nicht so das Wahre. Gell? Und naja, eine andere Sprache, Python, ist sehr populär, gell? Auch nie wirklich standardisiert. Gell? Also die Microsoft-Geschichten habe ich auch überhaupt nicht hineingeschrieben. Gell? Also, gell? Also ja, C++ mit Microsoft drauf, also so C-Sharp oder so, gell? Natürlich nicht standardisiert. Gell? Mhm. Okay, ja. Und was auch interessant ist, ist folgendes. C ist inzwischen ja fast 50 Jahre alt. Gell? Also ist wirklich, ja, gell? Also das ist so wie die Königin von England, wenn sie so auftritt, gell? Also im, naja, zwischen den europäischen Präsidenten, gell? Also da meint man auch, sie sei so die Mutter von vielen Präsidenten, gell? Und ja, C ist halt auch so ein bisschen die Mutter vieler Sprachen, gell? Und C ist inzwischen auch fast 50 Jahre alt. Aber genauso wie die Königin von England immer noch ihre Rolle spielt, hat auch C, ja, ist ganz interessant, eine sehr, sehr starke Rolle und der Popularität erhalten. Gell? Also über die Jahrzehnte hinweg, gell? C läuft immer. Gell? C ist, ich will nicht sagen ein Selbstläufer, aber C ist immer noch eine fundamentale Sprache. Gell? Damit man darf aber eines nicht verschweigen, gell? Also C ist die nicht objektorientierte Variante, gell? Dass C als erfolgreich geführt ist, ist auch Verdienst von C++, gell? Also heute wird ganz oft daneben auch in C++ programmiert und in Statistik werden beide oft auch zusammengenommen, gell? Mhm. Okay, und es gibt so Statistiken, gell? Also wenn wir dort eine haben, diesen Index da zum Beispiel, dort ist Python ganz vorn, gell? Und dann folgt schon Java, gell? Und dann JavaScript, gell? Also jo, ich weiß nicht, ob JavaScript wirklich diese Bedeutung hat, wie es da in der Statistik aufscheint. Ja, vielleicht gibt es viele Leute, die da mit JavaScript etwas machen, gell? Aber naja, wie man Statistiken macht, ist auch so eine Sache, gell? Auf jeden Fall JavaScript-Projekte sind vielleicht nicht, spielen vielleicht nicht diese Rolle. Gell? Dann steht da schon C-Sharp, gell? PHP, gell? Also die ganzen Internetgeschichten, gell? Also über PHP wird oft geschumpft und trotzdem ist PHP immer noch ganz, ganz weit vorn im Webbereich. Gell? Und dann haben wir hier also C, C++ stehen. Gell? Und dann kommt da in der Statistik zum Beispiel schon R, gell? Also da so eine Statistik-Software, naja. Object C, gell? Warum wird Object C getrennt geführt, wenn wir C, C++ da haben? Naja, okay, ist zwar okay, dann Swift, DeepScript, ja, MATLAB schon da, gell, MATLAB ist ja ein Mathe-Paket, in dem man auch programmieren kann, gell, das immer noch in diesen Top 10 drinnen. Man staune, gell, ja, eine andere Statistik, gell, ja, in der anderen Statistik, da steht Oktober 2020 und C wird an erster Stelle geführt, gell? Also da, naja, ich habe da vielleicht ein bisschen Zweifel, gell? Dass das stimmt, dann kommt Java und dann kommt Python, dann C++, C-Sharp und dann wird Visual Basic, gell, von Microsoft da geführt, gell? Kommt in der anderen ja überhaupt nicht vor, da, und dann JavaScript, gell? Ja, also die Namen wiederholen sich schon, die Reihenfolgen sind nicht immer dieselben, gell? Aber auf jeden Fall, naja, man staune, gell? Also das ist wie die Königin von England, gell? Also vielleicht nicht Nummer 1, aber immer dort. Mhm. Okay, dann, wir brauchen Werkzeuge, gell, für die Programmierung. Und jetzt wollen wir mal schauen, was brauchen wir so alles, gell? Und das wollen wir dann heute auch so ein bisschen ausprobieren, gell? Und was wir so brauchen, gell? Wir brauchen mal einen Compiler. Einen Compiler, der unseren Quellcode übersetzt. Und dabei kommt dann eine ausführbare
ein ausführbares Programm heraus, also in Maschinensprache, gell? Und eigentlich sage ich jetzt da nicht alles, gell? Also wir brauchen Compiler und Linker, gell? Und du brauchst mehrere Schritte, gell? Und der Compiler, der heute am populärsten ist von allen C-Compilern, gell? Der kommt aus diesem GNU-Projekt, gell? Von der Free Software Foundation, gell? Also, gell, ihr könnt euch erinnern, da war der Missionar, gell, also der Missionar der freien Software, der Richard Stallman, gell, also Stallman, gell, der Stallman, das muss ein Knecht sein, gell, und auf jeden Fall der Stallman, gell, der hat viele tolle Software geschrieben, gell, oder schreiben lassen in seiner Foundation, gell, und eines ist dieser, ja, GCC, gell, also früher hat man dann mal gesagt, ist genug C-Compiler, gell, aber dann hat das alles Mögliche dazu genommen und das und diese Sprache unterstützt, gell, und ja, heute sagt man dann meistens, das ist genug Compiler Collection, gell, also genug Compiler Sammlung, gell, und ja, und damit kann man auf ganz, ganz vielen Systemen kompilieren. Gell? Also nicht nur auf Linux, gell? Sondern auch zum Beispiel unter Windows. Gell? Also da, ja, das funktioniert wirklich gut und ist dann auch populär geworden. Und hat zum Beispiel etwas gemacht, während früher auf Unix-Systemen immer ein C-Compiler vorhanden war, der CC geheißen hat. Gell? Dann sind diese CCs von den Unix-Systemen auch oft etwas vom GCC verdrängt worden. Gell? Also heute findet man oft diesen GCC, während früher ein Unix-System ein CC gehabt hat. Auch sehr populär geworden ist der Visual C. Visual C++ von Microsoft, gell? Also während der am Anfang seiner Zeit, gell, vor über 20 Jahren, noch nicht diese zentrale Rolle gespielt hat, gell, spielt dieses Visual C++ heute eine sehr wichtige Rolle, gell? Und ja, wie gesagt, gell, also von Microsoft für Microsoft geschrieben, gell, und unterstützt auch dieses .NET von Microsoft auch, gell? Und ja, was werden wir verwenden? Wir werden vor allem mit diesem freien GCC arbeiten, gell? Okay, damit kann man jetzt zwar kompilieren, da ist auch der Linker dabei, alles was wir brauchen, um das dann zur Ausführung zu bringen, gell? Um also die Programme auch zu schreiben, brauchen wir einen Editor, gell? Also jemand würde auch sagen, warum Editor, warum Compiler, gell? Und würde vorschlagen, eine IDE, so integrierte, ja, Integrated Development Environment dazu verwenden, gell? Das habt ihr ja in Java, gell? Entwickelt ihr ja in Eclipse, gell? Also in Eclipse habt ihr dann ja einen Editor drin und ja, könnt aus Eclipse heraus dann auch euren Compiler aufrufen, gell? Ihr könnt da debuggen und, gell? Also Versionen vielleicht verwalten oder ich weiß nicht, was ihr da alles macht, gell? Okay, aber das sind die einzelnen Instrumente, die man braucht, gell? Und wir brauchen auch einen Editor. Und jetzt kann man da mal ganz grundsätzlich unterscheiden. Wir können einen Editor verwenden, der in der Konsole funktioniert, gell? Also nur eine Konsole dazu braucht, gell? Und nichts anderes, gell? Also ich kann meinen Vim aufrufen, gell? Und ich kann ihn wieder schließen, gell? Und ja, ich kann drinnen arbeiten, gell? Ohne GUI, ohne grafische Oberfläche, gell? Und jetzt sagt jemand vielleicht, pfui Teufel, gell? Warum will ich da ohne grafische Oberfläche arbeiten, gell? Und da kann jemand dann dazu sagen, naja, ich kann auf die Oberfläche verzichten und habe damit einen großen Gewinn. Und zwar kann ich remote, entfernt, also auf einem System, Textdateien editieren oder auch programmieren, ohne dass ich da Bandbreite, viel Bandbreite brauche. Gell? Und das ist dann auch eine interessante Sache. Gell? Also ich kann mich ja, entfernt mit dem Server der Schule im Rechenzentrum verbinden. Ich könnte dort ja, am Kernel etwas verändern, den Kernel neu kompilieren, installieren, gell, und dann alles dort eben entfernt auf dem Server direkt machen. Hätte ich keine konsolenbasierten Editoren, sondern nur Editoren mit grafischer Benutzeroberfläche, dann wäre diese entfernte Arbeit nicht so einfach, gell? Und naja, einen
Editor zu beherrschen, der entfernt remote arbeiten kann, ist eine feine Sache, gell? Weil wenn man vielleicht auch nicht programmiert, aber auch zum Beispiel ein System verwalten muss, egal ob das jetzt im Keller steht, gell, des Hauses oder irgendwo in der großen weiten Welt raus, wenn man es beherrscht, einen Editor auf der Konsole zu beherrschen, dann ist das ein großer Gewinn, gell? Also damit kann man, ja, kann man manchmal Dinge machen, die ohne einen solchen konsolenbasierten Editor nicht so einfach möglich wären, gell? Jo, wir können aber auch mal etwas mit einem, ja, einem Editor mit grafischer Benutzeroberfläche arbeiten, gell? Und ein kleiner, feiner Editor ist dieser G-Edit aus dem GNOME-Projekt, gell? Oder Kate aus dem KDE-Projekt, gell? Oder unter Windows hat dieser Notepad Plus eine bestimmte Popularität, gell? Also das sind Editoren mit einer grafischen Benutzeroberfläche, gell? Also ja, jetzt ja, wer mit der Maus arbeitet, gell? Also der hat solche GUI vielleicht lieber, gell? Aber stellt euch mal vor, der Lehrer versteckt euch mal die Mäuse im Labor, gell? Ja, dann müssen wir ohne Maus arbeiten, gell? Okay, also naja, aber wie gesagt, das wichtige Argument ist die remote Arbeit. Ja, dann was brauchen wir noch? Man braucht eine Projektverwaltung, gell? Also eine Projektverwaltung habt ihr in Emacs zum Beispiel integriert, gell? Wenn ihr dort mit mehreren Dateien arbeitet, der Code verteilt sich dann und so, gell? Also dann wird das von einer Projektverwaltung dann alles verwaltet und drauf geschaut, gell? Und eine solche Projektverwaltung im Bereich von Unix ist zum Beispiel das Make, gell? Also das Make ist zwar ein alter Schinken, möchte jemand sagen, gell? Also das Make geht auch zurück, gell? Ist bald, ja, ist 44 Jahre alt, gell? Aber dieses Make, das findet man sehr häufig auch bei Software, die verteilt wird, gell? Also wenn man da eben von Portierung da auf verschiedenen Plattformen, nicht nur von Make, sondern auch von allgemein von Software reden, dann zeichnet sich hier C dadurch aus, dass Software portierbar ist. Und zur Portierung gehört auch dazu, dass man weiß, wie man mit einer Software umgeht, wenn man sie bekommt, gell? Und das ist manchmal nicht so einfach. Aber dazu kann man eben mit Make eine Unterstützung schreiben und im Make File, sagt man dann, eben das Kompilieren und Installieren und Konfigurieren und eben verstecken, gell? Und das ist schon eine feine Sache, gell? Also das ist so ein Instrument, das, ja, das wirklich über die Jahrzehnte sehr, sehr populär war und ist, gell? Ja, das sind eigentlich die wichtigen Instrumente, die wir heuer benutzen werden, gell? Also in der Programmierung mit C. Wir brauchen einen Editor zum Schreiben des Codes, wir brauchen einen Compiler, gell, um den zu übersetzen, und der Linker, gell, um den halt ausführbar zu machen, gell, und wir brauchen eine Projektverwaltung, gell, um unsere Projekte und das Kompilieren und alles dann korrekt zu organisieren. Ja, es gibt noch andere Instrumente, gell, also da gibt es zum Beispiel die Debugger, gell, also die Bagger, gell, um also die Käfer zu finden, gell, also das ist so wie der Kammerjäger, gell, der Kammerjäger auf Fehlersuche im Code, gell, und naja, da gibt es zum Beispiel diesen GNU-Debugger, das ist ein Debugger auf Befehlszeile, und da gibt es auch einige Debugger, die auf den GNU-Debugger aufsetzen, wie zum Beispiel dieser DDD, gell. Also Debugger sind jetzt nicht unbedingt Instrumente zum Lernen von Programmieren, gell, aber sind halt manchmal fein, wenn man Fehler nicht findet, gell, dass man eine Verfolgung der Ausführung machen kann, gell, also das da ist dann auch, ja, fällt uns das Kapitel nützliche Dinge, gell, Ja, dann, was ist denn noch nützlich? Nützlich sind so Sachen wie eine Versionsverwaltung, gell, warum Versionsverwaltung, gell, ich will immer die neueste Software haben. Aber stellt euch mal vor, ihr habt eine Software, gell, und ihr habt da eine Software, die ihr ausliefert an einen Betrieb, gell, und ein anderer Betrieb, der kriegt sie auch, gell, und naja, und jetzt habt ihr ein Problem, gell, ihr habt die Software an verschiedenen Zeitpunkten, verschiedenen Datums ausgeliefert, habt ihr verschiedene Software ausgeliefert, gell, und jetzt habt ihr in einem Betrieb ein Problem. Welche Software war das, gell,
die dort läuft. Gell? Das heißt, man muss jede Version haben. Gell? Man muss jede Version behalten, die man irgendwo mal produziert hat, vor allem die, die man ausgeliefert hat. Also wenn man jetzt in der Entwicklung mehrere Schritte macht und da dazwischen wird nie ausgeliefert und das geht nie nach außen, dann kann man das ja auch ersetzen. Aber wichtig sind dann die Punkte, wo man einer Version vielleicht auch eine Nummer gibt oder einen Zeitstempel, gell, und das dann auch ausliefert, dann muss man hier unbedingt diese Version haben. Gell? Und naja, also man spricht von Versionsverwaltung, gell, aber oft ist diese Version Verwaltung auch dann zusammengehängt, gell, mit einem Repository, gell, also irgendwo in einem Speicher, wo man also wo auch mehrere Leute dann zugreifen können, gell, wo man dann eine bestimmte Version hat, die man dann ja dort eben ja ablegt, gell, und dann wieder herausholen kann und so, gell, und da haben wir so alte Schinken, gell, also CVS, gell, oder weniger als Subversion, oder in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr populär geworden, dieses Git, gell, also das, ja, da gibt es auch andere Sachen, gell, aber, naja, auf jeden Fall, heuer werden wir damit nicht arbeiten, gell, aber wir wissen, es gibt die Versionsverwaltung und es gibt eben diese Repositories, gell. Ja, und dann gibt es Dinge, die manchmal sehr nützlich sind, gell, und das sind also Bibliotheken mit Funktionen und Daten oder ich weiß nicht, was man also in Bibliotheken eben hineingeben kann, gell. Und das ist insofern auch wichtig, weil zum Beispiel C ja ohne Oberfläche geboren worden ist, gell, also C ist, ja, ist Command-Line bezogen, gell, also ist, ja, man hat Text, nichts anderes, gell? Und wenn man jetzt ein Programm mit Oberfläche programmieren will, dann braucht man eine Bibliothek, gell? Und da sind so Bibliotheken, ja, Qt ist ja sehr populär, gell? Oder GTK ist auch so eine, oder ganz interessant, es gibt auch auf der Konsole Oberflächen, gell? Also N-Cursus zum Beispiel, gell? Wenn man da zum Beispiel Midnight Command drauf machen, so schaut es dann aus, gell? Also eine Oberfläche im Text, gell? Jetzt sagt wieder jemand, ja, wieso, warum, gell? Also ja, wieso, warum, gell? Die Begründung, ja, ist vielleicht nicht nur in der Sparsamkeit für Hardware, sondern wieder für die remote Arbeit, gell? Also dieser Midnight Commander, gell? Mit dem kann ich zum Beispiel remote auf dem Server der Schule arbeiten, gell? Hab dann einen File Manager, gell? Zwar textbezogener, gell, aber ich habe einen File Manager und das ist oft eine feine Sache, gell? Ja, und das kann ich mit so Bibliotheken machen, gell? Also jemand schreibt mir Werkzeuge und die Werkzeuge kann ich dann verwenden, gell? Ja, dann, wie gesagt, jemand benutzt vielleicht eine IDE, gell? Und heuer werden wir Compiler, Editoren und die Projektverwaltung eben benutzen, gell? Ja, das sind die Instrumente, kommen wir jetzt zum Programm. Also das Programm wird Modul für Modul geschrieben und zwar in Textdateien gespeichert. Also jedes Modul bekommt eine Textdatei. Gell? Und die Endung ist .c. Gell? Also wir haben also .c, die Endung für die Module mit den Definitionen, gell? Definitionen der Funktionen, die wir eben schreiben. Gell? Und wir haben dort eben die Funktionen drin oder ja, vielleicht Typen, vielleicht sind sie auch sonst wo, gell? Wir haben die Variablen drin, wir haben vielleicht Konstante drinnen, gell? Wir haben also, was wir schreiben, was wir programmieren, definieren, geben wir in Module hinein, gell? Und ja, und diese Module können aber auch in anderen Module verwendet werden, gell? Oder die Funktionen, die Arbeit, die wir schreiben, gell? Und jetzt müssen wir unsere Arbeit bekannt geben. Und dieses Bekanntgeben unserer Arbeit, das ist die Deklaration. Wir sagen einem anderen Modul, du schau, du Modul, ich habe eine Funktion für dich. Ich habe eine Funktion für dich, das ist die Deklaration. In dem Moment gebe ich ihm in einer Header-Datei die Deklaration. Ich sage ihm, dass etwas existiert. Gell? Das ist wieder Mathematiker, der zu einem Problem sagt, es gibt eine Lösung. Gell? Er sagt dann nicht vielleicht, was die Lösung ist. Gell? Ja, dann sagt der Mathelehrer, ja, das gibt man es halt. Gell? Aber es gibt auch Probleme in der Mathematik, da sagt man nur, es gibt eine Lösung. Gell? Und das ist wie die Deklaration. Die Deklaration, gell, die sagt, es gibt eine Funktion.
Und die hat eine Schnittstelle und die schaut so aus. Gell? Du kannst sie so benutzen. Gell? Aber die Header-Datei beinhaltet nicht die Funktionen. Gell? Also die Header-Datei beinhaltet nicht die Daten, aber beinhaltet die Beschreibungen. Gell? Die Beschreibungen der Funktion, wie man sie verwendet und wie man die Daten verwendet. Gell? Und ja, und die eigentlichen Implementierungen davon, das ist dann die Definition in den Modulen und das war in den .c-Dateien, gell? Während die Header mit diesen Deklarationen, gell, das sind die .h-Dateien. Okay, ja, in wer Pascal gesehen hat, gell, also in Pascal, da gibt es dieses, ja, da gibt es eigentlich keine Module, gell, die sind erst mit Module eingeführt worden, gell, oder eben von Borland auch in Turbo Pascal dann mit diesem Unit-Konzept. Und in diesem Unit-Konzept wird unterschieden zwischen dem, was sie Interfaces nennen, gell, also das, was die Bekanntgabe der Funktionen und die Implementierung darunter, die Implementation, gell, und in C macht man das in verschiedenen Dateien. Gell? Also, während man Pascal als in einer Datei hat, und da sagt man, das ist die Bekanntgabe und das ist die Implementierung, haben wir in C die Bekanntmachung dessen, was wir anbieten in der Header-Datei, die Deklarationen, und die eigentliche Implementierung der Module, das sind die Definitionen in den .c-Dateien. Gell? Mhm. Jo, und ja, noch etwas zu den Abläufen, gell, also zum Programm, die Abläufe, das Programm in C, das wird immer in Funktionen implementiert, gell, also wir haben nicht so wie vielleicht in einer anderen Sprache irgendwo ein Hauptprogramm oder so, gell, sondern wir haben alles Funktionen, gell, und unter diesen Funktionen, die alles die Abläufe drinnen haben, gell, da gibt es eine ganz besondere. Und die heißt main. Und diese Funktion main hat die Eigenschaft, dass die Ausführung des Programms mit ihr beginnt. Gell? Also die Ausführung des Programms beginnt mit der Funktion main. Und deshalb muss jedes Programm, das lauffähig ist, nicht irgendwo ein Modul, das nur eine Funktion zur Verfügung stellt, gell? Sondern ein lauffähiges Programm muss eine, und zwar genau eine Funktion main beinhalten. Gell? Also man kann nicht zwei mains haben, man kann auch nicht keine main haben, sondern man muss eine main haben. Gell? Und ja, das wollen wir jetzt mal probieren. Gell? Und zwar wollen wir ein Programm schreiben, das Hallo Welt heißt. Gell? Und ja, wenn wir da mal hineingehen, das ist unsere erste Version von Hallo Welt. Und ja, ich könnte jetzt da schreiben, gedit hallowelt.c. Gell, und ich könnte es dann hier drinnen schreiben, gell, also boah, ich will das mal nicht, ich mache das mit dem Vim. Vim hallowelt.c, gell, wie rufe ich Vim auf? Immer unter der Angabe der Datei, die ich bearbeiten will, gell. Mhm. Also Vim hallowelt. So, jetzt bin ich im Vim drinnen. Ich bin im Command Mode. Wenn ich jetzt irgendwelche Tasten drücke, dann sind das Befehle. Um mit dem Vim Text einzugeben, muss man in den Einfüg- oder Insert-Modus gelangen. Und zwar, ja, mit dem Vim geht es auch mit der Einfügtaste oder über die Taste I. Gell, dann füge ich an der aktuellen Position ein. Wenn mich A, dann füge ich nach der aktuellen Position ein. So, jetzt habe ich I gedrückt und ich sehe in der Fußzeile, aha, dass ich in Insert-Mode bin. Gell? Sogar Deutsch spricht der Vim heute. Gell? Und jetzt kann ich schreiben. Gell? Und ja, ich mache da mal zwei Enter. Gell? Und dann muss ich eine Funktion schreiben, die Funktion main. Gell? Also eine Funktion hat einen Namen. Gell? Eine Funktion hat einen Rückgabewert und dem muss ich einen Typ geben. Gell? Also das ist soweit eigentlich ganz ähnlich wie die Methoden in Java, oder? Und der Rückgabetyp, den mir das Betriebssystem für die Main vorschlägt und empfiehlt, ist ein Integer, ist also eine Ganzzahl. Gell? Je nach System 2 oder 4 Byte groß. So, und dann habe ich noch eine Parameterliste, gell? Und die Funktion main kann als Parameterliste etwas haben, was sie vom
Betriebssystem beim Aufruf mitbekommt, gell, oder auch nichts. Und nichts, gell, das heißt Void, gell. Also Void wurde dann mit ANSI C eingeführt, gell, davor. Und mancher schreibt es auch, hat man es einfach leer gelassen, gell. Leer ist nichts, gell. Aber wenn nichts nichts ist, gell, haben sie bei ANSI C gesagt, soll man es besser schreiben. Und sie haben den Begriff des Nichts eingeführt, gell. Void ist nichts, ist leer, gell. Also eine leere Parameterliste, gell. So, und eine Funktion hat auch einen Körper, einen Body. Und der wird, wie bei Methoden in Java, in geschwungene Klammern gegeben, gell. Okay, so, also gehen wir mal einen Kommentarblock schreiben, gell. Also das ist jetzt ein Kommentarblock, gell. Also ich kann auch einen Zeilenkommentar einfügen, gell, seit C99, gell. Vorher nicht bei ANSI C, da hat es nur die Kommentarblöcke gegeben, gell. So, und das ist jetzt meine einzigartige Funktion mit dem Namen Main, gell? Und was hat denn die Funktion? Die Funktion, gell? Funktion hat, gell, einen Namen. Sie hat einen Typ, gell? Gell? Und das ist doch der Typ des Rückgabewerts. Ah, ich soll im Code besser nicht also Umlaute schreiben, also Rückgabewert, gell? Also der Typ der Funktion ist der Typ des Rückgabewerts. Und dann haben wir eine Parameterliste. Gell? Und die Parameterliste, gell, das ist wie in Java bei den Methoden. Gell? Das, da sind die, das erklärt, welche Argumente ich der Funktion mitgeben kann. Gell? Also die ich an die Funktion übergeben kann. Gell? Und weil das nicht nur eine sein kann, sondern auch mehrere, spricht man von einer Parameterliste. Gell? Und bei uns ist das dieses Void. Gell? Und eine Funktion, gell, hat eben da einen Funktionskopf, gell, bestehend aus Namen, Typ der Funktion, gell, oder Typ des Rückgabewerts und der Parameterliste. Und dann hat sie einen Körper. Gell, jemand sagt auch Body, gell, oder ist mehr so ein, ja. Okay, und das ist der Funktionskörper. Gell, in geschwungenen Klammern. So. Ja, und das ist jetzt unsere erste Funktion und die soll uns Hallo Welt sagen, gell? Und da gibt es eine Funktion, die hilft uns, die Ausgabe zu machen. Und die Funktion, die heißt printf, gell? Und printf braucht ein Argument. Und das Argument wird in runden Klammern übergeben und das ist eine Zeichenkette. Und da schreiben wir ein Hallo Welt hinaus, gell? Ja, schreiben wir es mal so, dann sehen wir, was passiert. Da passiert etwas. So. Und dann machen wir da Folgendes. Die Funktion main hat einen Rückgabewert int. Der geht an das Betriebssystem zurück. Und unter Unix hat man gesagt, naja, wenn alles gut gegangen ist und nichts passiert, dann liefern wir eine 0 zurück, gell? Und das Betriebssystem, gell, liefern wir eine ganze Zahl zurück und 0 heißt alles okay. Gell? Nichts passiert, 0. Mhm. Also 0 zurückliefern ist immer gut. Gell? Und es ist ja, eigentlich guter Programmierstil, wenn man im Int einen Rückgabewert von Int definiert. Man könnte auch Void sagen, gell? Aber ist besser nicht besser. Man liefert was zurück. Gell? Und wenn alles gut gegangen ist, soll es eine 0 sein. Ist etwas schief gelaufen, dann liefert man etwas anderes zurück. Gell? Mhm. So, jetzt wollen wir schauen, ob das funktioniert. Gell? Und dann gehen wir mal schauen. Also, Escape.
Dann verlassen wir den Insert-Mode. Wir haben hier das Einfügen nicht mehr da, also Escape. Dann gehen wir in den Command-Mode, Doppelpunkt. Und wir sehen, wir sind jetzt da in der Befehlszeile, gell? Also in der Statuszeile dort, gell? Oder wie ist ja auch der X-Mode, gell? Wie sagt jemand, gell? Und da sagen wir Write and Quit. Also Escape, Doppelpunkt, Write and Quit. Und damit wird was gemacht. Wir verlassen den Insert-Mode mit Escape, Doppelpunkt, wir gehen in diesen X-Mode, gell, oder Befehlszeilen-Modus, W für Write und Q für Quit, und damit wird unser Code gespeichert und wir verlassen den Editor, gell, so. Und jetzt schauen wir mal, L oder ls-l, aha, jetzt steht was drinnen, 300 Bytes, gell, wenn ich mache Cut, Hallo Welt, gell? Dann ist das drinnen, was ich geschrieben habe, gell? Also viel Kommentar und wenig Code. Also typisch programmieren. So, und jetzt rufe ich auf gcc hallowelt.c. So. Und jetzt sind Fehler passiert, gell? Okay. Und jetzt sind Fehler passiert. Und zwar, ich habe die Funktion geschrieben und ich habe in der Funktion main eine andere Funktion printf verwendet. Aber er weiß nicht, was das ist. Geil, also muss ich ihm das sagen. Und ich muss ihm beibringen, ja, was dieses printf ist. Und dafür muss ich ihm die Header-Datei geben, in der printf deklariert ist. Und diese Header-Datei ist die std.io.h, die Standard.io.h. Und ja, die liegt in einem Standardpfad unter usr. Include und heißt stdio.h und diese Datei, die muss ich inkludieren. Ich muss dem, meinem C-Programm eben dann beibringen, dass es dieses printf kennt, gell? Und das brauchen wir nachher, gell? Weil sonst funktioniert dieses Übersetzen nicht, gell? Also müssen wir, das ist ähnlich wie in Java, da gibt es das Import, gell? Und mit Import kann man dann eben in Java dann Bibliotheken verwenden und mit Include gehen wir in C Header-Dateien inkludieren, gell? Also wir gehen sie inkludieren, gell? Mhm. Also Vim, hallo Welt, so, Punkt C. Nee, was habe ich jetzt aufgemacht? Also, Moment, ich bin da und ich habe meine Datei verloren, das ist nicht gut, jetzt gehen wir sie uns da wiederholen. So. Ne, ist schon da, okay, perfekt, also, wir wollen unser printf kennenlernen, gell? Dafür müssen wir die richtige Header-Datei inkludieren, gell? Also include und dann in Spitzenklammern, kleiner, größer, stdio.h, gell? Also das ist wichtig mit diesen Spitzenklammern, gell? Also include, das Schlüsselwort, voraus ein Hashtag, gell? Oder Nummernzeichen, sagt auch jemand, gell? Und das wird dann vom Präprozessor verarbeitet, sagen wir auch dazu, gell? Also das werden wir dann noch kennenlernen, gell? Und damit, dort werden viele Funktionen vorgestellt, gell? Also dort sind die, dort ist dann auch die Vorstellung, die Deklaration der Funktion printf drinnen, gell? Und ja, das können wir auch da aufschreiben. Gell? Also, wir brauchen die stdio.h, gell, weil sie den Prototyp der Funktion printf enthält, gell? Okay, also das brauchen wir deshalb. Also müssen wir das inkludieren. Und dann können wir damit, dann können wir es übersetzen, gell? Also dann weiß er erst, was diese Funktion ist und kann es dann
Korrekt. Ja, er versteht, was das ist, und er kann es dann zurecht richtig kompilieren, und danach funktioniert das Linken dann auch, gell? Jetzt machen wir es nochmal. GCC, gell? Hallo Welt.c und Ö. Keine Meldung. Ist eine gute Nachricht, gell? Okay, schauen wir mal, was ist denn passiert? Wir haben eine Datei, hallo Welt.c. Und wir haben eine A.out, gell? Und wir haben nicht spezifiziert, wie beim Kompilieren das Kompilat heißen soll. Und in Unix, gell, ist es seit Jahrzehnten Usus, dass eben ein Kompilat, wenn man nicht angibt, wie es heißen soll, A.out heißen, gell? Und jetzt gehen wir mal schauen, was passiert. Wir machen Punkt Backslash, und jetzt wird noch etwas Unerwartetes passieren. Punkt Backslash A.out, und er macht's. Aber er macht es nicht so, wie wir es wollten. Er macht Hallo Welt, und danach schreibt er sofort das Prompt hierher. Gell? Gehen wir nochmal zurück. Also, er geht das Hallo Welt ausgeben, und das ist ähnlich wie bei Pascal, das write, und wir möchten das wie write line haben. Wir möchten, dass er nachher einen Zeilenumbruch macht. Gell? Also wie bei der Schreibmaschine. Da, 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 da. Gell? Ein Zeilenumbruch. Und Wagenrücklauf, gell? Und das erreichen wir, indem wir ihm das richtige Steuerzeichen mitgeben, ein Backslash n, gell? Wir müssen also in C explizit sagen, was er da machen soll. Wenn wir da schauen, mal man, das sind die Man-Pages, und da gibt es ASCII, gell? Man-ASCII, und wenn wir da mal hinuntergehen, dort gibt es ein Backslash n, gell? Und dieses Backslash n, das ist das ja, Hexadezimal 0a, gell, oder Dezimal 10, gell, und das ist ein sogenanntes Line Feed, gell, also neue Zeile nehmen, gell, und das ist ein Steuerzeichen, gell, für Terminals, und das ist im Zeichensatz definiert, gell, und wenn wir wollen, dass er eine neue Zeile nimmt, gell, dann müssen wir ihm das sagen, gell, also das macht er nicht von alleine, gell. Deshalb müssen wir hier am Ende der Zeichenkette Hallo Welt ein Backslash n einfügen, Backslash, gell, also führt also ein Sonderzeichen ein, und Backslash n eben steht dann für ein solches Line Feed, gell. Ja, und jetzt müssten wir eigentlich ein funktionierendes Programm haben, gell. Escape, Doppelpunkt, Write and Quit, gell, und dann GCC, Hallo Welt.c. Keine Meldung ist eine gute Meldung, gell? Und jetzt gehen wir schauen da, gell? Also, so. Oh, hallo Welt, gell? So wollten wir das eigentlich haben. Wunderschön.